Hallo, ich bin der Peter. Wir sind hier in der Weststeiermark. Wir haben hier einen Milchviehbetrieb. Wir haben 85 Milchkühe. Ungefähr 1 Million Liter Milch werden hier produziert. Also hallo, ich lebe hier mit meiner Familie. Wir haben 2007 übernommen und haben aber einfach den Schwerpunkt bei der Milchkuh gelassen und haben in diesen Bereich eben investiert und den Betrieb hier aufgebaut. In den 70er Jahren hat es in Wettmannstetten einmal 42 Milchlieferanten gegeben und heute sind wir noch 3. Für meinen Vater war das eher ohne Zukunft, weil eben auch sehr viele seiner Berufskollegen aufgegeben haben. Aber er hat uns trotzdem weiter unterstützt, bis heute noch. Und das macht ihm eigentlich auch noch immer Spaß. Eine große Herausforderung war sicher die Milchkrise vor 3 Jahren, wie der Milchpreis so tief war. Ja, diese Durststrecke muss man natürlich auch durchmachen. Das Leben stellt einem keine Herausforderungen, die man nicht schaffen kann. Durch den Einsatz moderner Technik kann man eben seinen Produktionsumfang wesentlich ausweiten, was eben dann wieder zu den nötigen Einnahmen führt, um von der Landwirtschaft leben zu können. Große Schritte haben wir halt auch in der Tiergesundheit gemacht mit den Sensoren, die eben die Tiergesundheit und Dinge wie Brunstgeschehen überwachen. Wenn ich von der Feldarbeit nach Hause komme, schaue ich auf mein Terminal und ich sehe schon, welche Kuh brünstig ist. Brauche nicht mehr extra danach zu suchen. Wir wollen natürlich gesunde Kühe und ist die Kuh gesund, ist die Bäuerin und der Bauer glücklich. Große Erleichterung ist auch, das Futter automatisch ranschieben zu lassen. Das kann man jetzt mit der Hand, mit der Gabel machen oder eben durch so einen Fütterungsroboter erledigen lassen. Also wir könnten es uns nicht mehr vorstellen, wie man das managt ohne diese Hilfsmittel. Ja. Weil eben diese Maschinen rund um die Uhr arbeiten. Ich bin ja immer wieder ins Ausland gefahren, USA, in letzter Zeit auch Russland, wo man dann sich anschaut, wie andere Betriebe ihre Probleme lösen. Und das hat uns auch sehr viel weitergeholfen. Ja. Man muss immer nach neuen Möglichkeiten und Potenzialen suchen. Das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept. Wir bieten auch für Erwachsene Käseschulungen an. Da ist natürlich der Genuss hochgeschrieben. Ich möchte den Konsumenten auch zeigen, wie vielfältig die Käsewelt ist. Ein Käse aus dem Kühlschrank kann niemals so schmecken, als wie einer, der was schon zeitig aus dem Kühlschrank herausgenommen wird und die richtige Temperatur hat. Ja, wir haben mal gesehen, Leute, die am Land und vor Ort wohnen, die haben überhaupt keine Ahnung mehr, was da in der Landwirtschaft passiert. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen halt den Leuten zeigen, wie es den Kühen wirklich geht, welche schöne Aussicht dass sie haben bei uns und wie gut es ihnen geht. Wir bieten den Kindern, den Schulen, Schule am Bauernhof an, weil es uns einfach ein Anliegen ist, dass wir die Nähe zu den Konsumenten finden. Und ich denke, dass es ihm wichtig ist, dass er von der Jugend auf weiß, wo die Lebensmittel herkommen. Die Kinder können hautnah die Tiere eben nicht nur sehen, riechen, sondern auch angreifen, sie füttern. Sie haben hier die Möglichkeit, den Umgang mit den Tieren hier etwas kennenzulernen. Es ist schön zu erleben, wie die Kinder bei uns hier groß werden, wie sie den Umgang mit den Tieren lernen, das Umweltbewusstsein. Ich sage meinen Praktikanten immer, wenn sie das erste Mal nach Hause kommen, dann gibt es immer Konflikte mit den Eltern. Ja, das haben wir immer so gemacht. Dann sage ich immer, sag's dem Papa, Erfahrung ist gar nichts, man kann was 30 Jahre lang falsch machen.